So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Blazkowicz stirbt. Zu einer weiteren Folge Wolfenstein 2. Du sollst auf die Kiste hochsteigen. Nicht drüber springen. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, in den Arsch. Oh, voll durch die Wand! Wer kommt da jetzt noch? Ah. Also schön. Nächster. Wo muss ich denn hin? Oh. Ach lol, da war ich doch schon. Okay. Ach, da ist noch so ein... Knackter. Hm, doch nicht. Schützenraum hätte ich jetzt gedacht, aber naja, doch nicht. Hier sind wir als letztes vorbeigekommen. Hier lang und dann. Ah, cool. Naja, ist noch ein bisschen Strahlung, so wie sich das anfühlt, aber. Ist halt ein Bunker, ne? Was ist das Schönes? Scheiß Ding. Irgendwas Fettes holt er ja. Ach, der ist tot? Wo ist denn der jetzt gestorben? Sehr schönes. Oh, langweilig. Ich habe mich schon gefragt, wo der ist. Frag mich eigentlich ehrlich gesagt, wo der. Komm mal. Ah, da ist er. Lol, wie ist denn der getötet worden? Ja, was haben wir denn da so schönes noch? Nichts Gescheites, Mann. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir lang gehen müssen, ne? Ah, guck mal. Erstmal. Bone.
Munition und den Schalter hier betätigen. Ah, da können wir die Tür da aufmachen. Ah, cool, tanken. Nice. So, Dieselwerfer. Ach, ich muss noch auf die andere Seite hoch. Lesen? Oh, was zum Lesen. Welcome to Providence, home of Ministry of Agriculture. Carlas Postkarte. 12. Juni 1961. Albert, ich bin jetzt seit einem Monat hier und kann mir bestimmt nicht sagen, dass Providence in der Tat die höchste sonderbare Stadt ist. Seit der jüngsten Verbrechenswelle, die über die Stadt hereinbrach, ist es nachts auf der Straße nicht mehr sicher. Bei meinem Gespräch mit den Einwohnern habe ich Gerüchte über mutierte und verwilderte Personen gehört, die möglicherweise durch den radioaktiven Niederschlag in New York vergiftet wurden. Ich bleibe erst einmal in einem heruntergekommenen Motel. Der Eigentümer spricht kaum ein Wort mit mir, er sieht mich nur aus leblosen, wirkenden Augen an. Ich habe das Haus meiner Vorfahren Johanna Körben in der Vorstadt ausfindig gemacht. Die Leute meinten es. Sie sagen, es sei verflucht und ich sollte auf keinen Fall dorthin gehen. Da muss ich Sie allerdings enttäuschen. Ich werde morgen gleich als erstes zu dem alten Haus gehen. Hoffentlich finde ich Sie dort etwas. Mit den besten Grüßen, Karl Dietrich Walz. Ne? Ja, dann schauen wir mal. Na, Hebel. Ich hab schon gedacht, dass da ein Arschloch rumkreucht. Kommst du? Ah, da kommt er ja. Er konnte sich ja jetzt nicht mal wehren. Ach, das ist diese. Ach, die ist einfach heftiger. Wie viele Leute immer noch umrammen müssen. Das Umrammen gefällt mir noch gar nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen, die sind ja nur ausgenockt. Hinten noch irgendetwas Anständiges? Oder so? Nee. Oh! Oh! Da ist doch was. Wolfmonster. Aha. Achtung, Ausgang. Ziehen. Das Elektroströmchen und so, aber ich habe da gar keine Waffe dafür. Also Steckdosen, kann man auch sagen. Ein Wuff-Wuff. Ein Flammenwerfer-Wuff-Wuff. Keine Munition mehr. Oh shit. Die Viecher sind pestkrank, Alter. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie man die platt macht, Mann.
Hoi. Voll uncool, der Rufi. Naja, egal. Einen habe ich Blatt gekriegt, aber habe auch ziemlich draufrotzen müssen. Zwei Signale. Mal schauen, ey. Eigentlich sind wir hier nicht zum Spaß, ne? Ah, finde ich die New Orleans-Unterlagen. Sind die schon hier? Müssen gucken, die haben auch wieder Maschinen hier. Natürlich den Alarm nicht zu vergessen, ne? Was gar nicht, wo hocken denn die? Ich denke mal, hier gibt es noch einiges zu sehen. Oh, du kannst Hundefutter essen, damit du wieder zu Kräften kommst. Wie kacke ist das denn? Doch, Alter, kommt da einfach um die Ecke. Oh Mann. Oh lol, der ist gerade zerplatzt, Alter. Habt ihr den Kommandanten gesehen? Habt ihr den Kommandanten gesehen, den ich da gerade rumgefahren habe? Die haben nicht mal viel gemacht, ne? Die New Orleans Unterlagen, die Grace Walter. Mein Stichwort. Geben wir jetzt Strahlung ab. Boah. Was ist das? Oh, nice. Aber wir kriegen Strahlung ab. Warum kriegen wir Strahlung hier ab? What? Die haben mich jetzt gerade gefragt, warum ich Strahlung abkriege. Ich glaube, es ist ein Stichwort. Ich glaube, ich sollte erstmal aufräumen hier. Was bist du wie einer? Muss ich denn ziehen? Ich bin in einem Stall aufgewachsen. Die Strahlung kommt doch rein. Achtung! Nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Ich wiederhole, nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Oh ja, auch eins in dem Fall, ne? Blazkowicz, ich kann dich aufsammeln. Steig irgendwo hoch und gib ein Signal. Was haben wir denn da? Ah, ich habe doch eine neue Waffe. Hier. Das ist doch praktisch. Oh, fuck. Ach, ich habe gar keine Munition mehr.
Das war mein Signal. Ah, Plattform hochbewegen, ne? Oh, fuck. Und ich hab Lags. Meine Frames droppen gerade auf 50 runter. Meine Frames droppen gerade auf unter 50. Und das nur dadurch, dass da so viel Scheiße gerade betrimmiert. Ja, Blazkowicz, ich seh dich. Bin gleich da. Scheiße, Mann. Komm mal weg hier, Mann. Oh, fuck. Hubschrauber und an Bord des Hubschraubers springen und dann raus hier, Mann. Und 60 Frames. Wir sind ein gutes Team, du und ich. Ach, Scheiße. Du hast mich nicht. Oh nein, Bombarde. Scheiße. Hey, alles klar. Meine Birne dröhnt. Komm, hilf mir hoch. Okay. Geht's wieder? Ja, wird schon. Muss mich nur ausruhen. Okay. Hey, Seth! Schauen Sie mal. Ich habe hier ein paar frische Regime-Kampfroboter für Sie. Prima Gelegenheit für echt wichtige Wissenschaft und Forschung und so weiter. Hey! Hä? Oh, Shoshana, schau mal, wer hier ist. Therese Blazkowicz. Was haben Sie mit mir gemacht, Junge? Was haben Sie? Ich bin so in dieses Artefakt vertieft, auf das Sie mich aufmerksam gemacht haben. Vertieft und wütend. Die Dati-Shoot-Ingenieure nannten es den Gottesschlüssel. Ein Begriff, den nur ein totaler Vollidiot ohne nachzudenken akzeptieren würde. Erstmal ist es gar kein Schlüssel. Also ich sehe hier keinen Schlüssel. Aber viel wichtiger... Ich kann den eigentlichen Zweck überhaupt nicht entschlüsseln. Das macht mich rasend. In Ordnung. So, und was jetzt? Gibt Grace die New Orleans Unterlagen. Jage Maschinenkommandanten. Benutze die Enigma-Maschine. Können die Enigma-Maschine dort oben wohl benutzen? Die hier? Und dann Grace Notiz zur Enigma-Maschine. Blazkowicz, unsere Schwestern haben Funksprüche von Maschinenkommandanten Lars Klinger abgefangen. Einer dieser Mistkerle, die das Militär des Regimes in Amerika anführen. Offenbar hat ihn General Engel geschickt, um im Bunker von Manhattan hinter ihn aufzuräumen. Wenn sie ihn oder andere Maschinenkommandanten töten, trägt es dazu die Stabilisierung des Regimes bei und hilft uns bei der anstehenden Revolution. Auf dieser Enigma-Maschine finden Sie eine Menge Profile von Maschinenkommandanten. Klingers Aufenthaltsort kennen wir bereits, versuchen Sie aber noch mit ihnen Enigma zu entziffern, weil die anderen stationiert sind. Wenn Sie einen Maschinenkommandanten finden und töten, bringen Sie seine Todeskarte mit, damit wir die Arschloch von Liste streichen können. Grace. Ja, wir sammeln ja immer so Enigma-Karten. Drücke J, um das Tutorial anzugucken.
Ja, aber das brauche ich doch nicht. Ach, das sind Kosten. Ja, kann ich jetzt noch selber Open World auf Reise gehen, oder was? Alter, nee, oder? Dann nehmen wir erstmal den Olaf Mangelsdorf. Der dürfte, glaube ich, besser passen. Oder leichter gehen. Na? Na, komm schon, komm schon. Was? Ja, hab ich keinen Bock mehr. Kostet mich nur einen Haufen Enigma-Karten, ne. So, haben wir sonst noch was? Da hinten sind die Hacker. Hacker Central. Gibt's was Neues, Mädels? Ja. Nee, okay. Pick? Schweinchen, Schweinchen, miam, miam, miam. Hier ändert sich auch nie was. Ah, das Labor natürlich. Ja, ja, nicht jetzt. Stören Sie mich nicht. Gehen Sie. Der Stress ist voll, Mann. Ich find's schade, dass es hier keine Waffen gibt in der Waffenkammer. Oh, es gibt wieder Äxte und Munition, der ganze Scheißdreck. Captain. Grace hat mich wieder um 5 Punkte geschlagen. Die Alte. Hey Max. Es geht um Leben und Tod. Sie müssen mir helfen, Mann. Jetzt kommen die ganzen Quests. Max kann sehr gut malen. Leute, ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bin jetzt etwas ausgelaugt, Mann. Ihr habt jetzt mindestens den ganzen Tag gezockt, Mann. Und ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder einschalten werdet. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.